So Leute, es geht weiter mit dem Let's Play von Cryostasis. Wir haben ja letztes Mal hier aufgehört und dementsprechend geht es hier auch weiter und unser Weg wird von diesem Eiszapfen blockiert. So. Ja, wunderschöne Frame Drops. Denk daran, dich mittels der Wärmequellen warm zu halten. Wärme ist im Spiel die einzige Quelle für deine Gesundheit. Aber wir haben hier... Ah, jawoll. Na dann. Und das Spiel geht hier gerade in seine Frame-Einbrüche. Ich kämpfe hier gerade mit 40 FPS. Oh nein, okay. Ich würde mal sagen, Boss incoming. Das heißt Boss incoming, Gegner incoming. Chris. Und nochmal. Komm. Er trifft uns kein einziges Mal. Sehr schön. Und wir gehen uns wieder aufwärmen. Wunderbar. Ja, noch ganz ein bisschen die Ausdauer erhöhen. Und ich hoffe mal, dass das nicht so sehr laggt, dass ich nachher eventuell sogar die Aufnahme nochmal neu beginnen muss. Das mache ich nämlich relativ ungern. Ah, da gibt es auch eine Wärmequelle, würde ich mal behaupten, ne? Oder einfach eine neue Waffe. Auch wenn das hier natürlich auch eine Wärmequelle ist. Sieht man ja. So. Weg ihr Eiszapfen und ihr auch. Jetzt läuft es natürlich wieder flüssig wie Sau. Oh, fuck. Oh, okay. Okay. Du bist hässlich. Aber extrem hässlich. Ach, jetzt zurück ins Wasser springen, hä? Tja, das hättest du wohl gerne. So. Und warum sollte das hier gerade so komisch... blau geleuchtet. Das bietet uns leider nicht genug Wärme. So, wohin geht es? Ah, okay, klar. Er hat gerade den Weg so mehr oder weniger frei gemacht. Komm. So, geht doch. What the fuck? Okay, was war das? Eine weitere Wärmequelle. Oh, verdammt. Das ist nicht gut. Egal, wir wärmen uns erstmal auf. Denn ich glaube, ich kann mich noch ganz grob daran erinnern. Oh Gott, ich kann gar nicht sprechen. Ich glaube, ich kann mich noch ganz grob daran erinnern, was jetzt noch kommt. Und das wird mir nicht gefallen. Ach, ein Monster. Sehr schön. In your face. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Stirb einfach. Jetzt zurückgehen, ne? Zu spät. Okay, irgendwas geht hier gerade ziemlich zum Bruch. Können wir es nochmal aufwärmen? Sehr schön. So. Denn hier das Leben wieder aufzufüllen, ist mir ziemlich wichtig. Dass hier das öfter mal vorkommen wird, dass ich einfach sterbe. So, wir müssen jetzt hier nach oben, würde ich mal behaupten. Sieht nach einem, ja, legitimen Weg aus. Oh, eine neue Vision. Diesmal können wir sogar das Gesicht sehen. Na, was hast du uns zu bieten? Okay. Und die Bootsfahrt beginnt. Und ich muss wirklich sagen, es sieht extrem geil aus, wie das hier beleuchtet wird. Wir können... Ah, okay. Wir mussten nur einmal auf die rechte Maustaste klicken. Und mir gefällt es nicht, was hier für Sounds kommen. Wow, hör auf uns irgendwas zu werfen. Welcher Assi macht das denn? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, nein. Monster, gefällt mir nicht.
Du Assi. Boah, verschwinde. Ey, das... Oh. Okay, das fügt uns schon mal keinen Schaden zu. Ist ganz gut. Das ist ein Spaß. Na gut. Oh, das... Nein, 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 nein. Wag es nicht, da runter zu springen. Wag es nicht. Und er wagt's. Dafür fliegt jetzt von Bord. Ich sag's dir. Komm. Stirb. Jawohl. Aber irgendwas sagt mir, dass das noch nicht alle, dass das noch nicht alles war. Unter uns. Hör auf zu versuchen, das Boot umzuwerfen. Fuck off und zeig dich einfach. Oh, 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 doch nicht. Oh, doch nicht. Also wirklich. Oh. Ich finde die Entstellung der Gegner sieht echt klasse aus. Besser als in manchen Zombie-Spielen. Ich höre dich doch. Ich höre dich doch. Haha. Geht doch. Verpiss dich. Du kommst nicht rauf. Da geht die Bootsfahrt noch. Auch wenn ich wirklich sagen muss, dass es hier alles extrem schön aussieht und ich die Bootsfahrt sehr genieße. Aber trotzdem muss sie ja mal ein Ende haben. Ja, wie elegant fährt denn das Boot hier? Und das war's mit seiner Erinnerung. Was haben wir denn hier? Danko war einer von ihnen. Und er war jung und stattlich. Stattliche Menschen sind immer tapfer. Und zu seinen Kameraden sagte er, mit einem bloßen Gedanken kann man keinen Stein aus dem Weg räumen. Nichts wird aus dem, der nichts tut. Warum vergeuden wir unsere Kraft durch Grübeln? Steht auf. Lasst uns in den Wald gehen und ihn durchqueren. Denn schließlich muss er irgendwo enden. Alles im Leben hat ein Ende. Lasst uns gehen, los. Sie sahen ihn an und erkannten, dass er der Beste von allen war. Denn in seinen Augen leuchtete eine mächtige Kraft und das Licht des Lebens. Führe uns, sagten sie, und so führte er sie. Also immer noch, das Voice Acting ist genial. Na gut, dann lass uns mal an Land gehen. So, das Licht brauchen wir gerade nicht und das kostet sowieso unnötig FPS, wenn ich das anlasse. Also gehen wir einfach mal hier nach oben. Und wir haben gerade extrem wenig Leben, das muss man natürlich ändern. Aber wir haben ja auch leider keine Lichtquelle. Beziehungsweise keine Wärmequelle. Obwohl es sowieso auf Selby hinauskommen würde. Kapitän, schwierige Strecke voraus. Wir sollten sie umfahren. Eine schwierige Strecke? Damit müssen wir klarkommen. Oder sollen wir einen ganzen Tag verlieren? Wir werden bald mehr verlieren, wenn sie so schlimm ist, wie ich meine. Hören Sie, meine Mannschaft kommt mit Schwierigkeiten klar. Insbesondere, wenn diese selten vorkommen. Schwierigkeiten sollten vermieden werden, besonders wenn es Alternativen gibt. Wollen Sie sagen, dass ich der Mannschaft nicht trauen kann? Es geht nicht um Vertrauen. Es geht um gesunden Menschenverstand. 20 Jahre am Polarkreis. Meinen Sie, das hat etwas mit Vernunft zu tun? Aber das hier ist eine echte Bedrohung. Sie haben wieder die Route benutzt. Es kommt auf den Routengänger an, nicht auf die Route. Hören Sie auf meinen Rat. Schließen Sie sich ein, dann sind Sie sicher. Das ist verrückt. So. Und da hätten wir auch schon unsere Lichtquelle. Also ich kann mich noch wirklich daran erinnern, wie ich das Spiel damals mit, boah, 20 FPS oder so gezockt habe und einfach nicht vorwärts gekommen bin. Teilweise auch, weil es einfach öfters abgestürzt ist, aber ich bin echt froh, dass es hier jetzt alles wunderbar funktioniert.
Auch wenn ich gerade mit 20 FPS kämpfe, aber naja. Verschwinde! Was versuchst du hier zu machen? Er macht das Licht kaputt. Inwiefern das jetzt irgendwie schlimm war, weiß ich auch nicht. Da wir schließlich nicht vorhaben, zurückzugehen. Und warum geht das hier nicht auf? Das gefällt mir nicht. Achso, klar. Ah. Ja. Das bleibt mal unkommentiert. So, was haben wir denn hier? Da geht's auf jeden Fall schon mal... Hallo? Achso, Eistapfen, natürlich. Da geht's auf jeden Fall schon mal runter. Was haben wir hier drüben? Hier ist auch eine Tür, aber die hat irgendwie... keine Klinke. Oder wie man das hier nennt. Keine Abriegelung, was auch immer. Ja, was haben wir denn hier? Holy fuck! Na, komm mal her. Come at me, bro. Oh, fuck. Bleib lieber da. Ich hab zu wenig Leben. Kann ich mich hier aufwärmen? Jawohl. Er ist jetzt gerade nicht ernsthaft ins Wasser gesprungen. Das wäre zwar sehr, sehr gut, aber... als ob. Was bist du denn für ein Mongo? Na gut. Wenn du keinen Bock auf mich hast, dann hast du keinen Bock auf mich. Oh, fuck. Wir müssen ja runter. Na, klasse. Der wird ja wohl unten auf uns warten. Oder auch nicht. Da können wir nicht lang. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Hallo? Oh, klasse. Och nein, nein. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Na, was hast du uns zu bieten?